Alarm in Nordgriechenland. Grenzgemeinden zu Nordmazedonien melden eine Wiederbelebung der sogenannten Balkanroute für Flüchtlinge und Einwanderer durch Schleuserringe. Die Bürgermeisterin des Grenzortes Idomeni sieht mehr Zustrom als zuvor. Natürlich kommen sie nach Idomeni mit dem einzigen Ziel, die Grenze zu überqueren, Richtung Mitteleuropa. Ihr Ziel ist es nicht, hier zu bleiben. Es ist einfach der Punkt, an dem sie versuchen, die Grenze zu passieren. Das sind im vergangenen Monat mehr geworden. Ganz offensichtlich nutzen die Migranten leerstehende Scheunen. Viele kommen mit dem Zug aus Thessaloniki und springen kurz vor Idomeni unter Lebensgefahr aus dem Waggon. In Idomeni suchen sie zunächst nach verlassenen Orten, wo sie die Nacht verbringen können, geschützt vor dem Wetter draußen, bis sie sich auf der anderen Seite der Grenze bemerkbar machen können und versuchen, ihre Reise auf Schleichwegen fortzusetzen. Während der Filmaufnahmen war eine kleine Gruppe von Afghanen zwischen der Grenze und Idomeni zu Fuß unterwegs. Grenzschutzbeamte in Nordmazedonien hätten sie gestellt und gezwungen, Kehrt zu machen, Richtung Griechenland. Jetzt ist es schwer an der Grenze auf der nordmazedonischen Seite, jede Menge Polizei. Warum? Jetzt sind wir in Griechenland ohne Papiere und ohne Geld. Die Krüppchen kommen aus Afghanistan, Pakistan, Irak, Syrien, Algerien und Marokko. Die überwiegende Mehrheit sind Männer, bisweilen auch Minderjährige. Ohne Geld oder Dokumente wenden sie sich auf der Suche nach Essen entweder an die Leute im Dorf oder sie versuchen es laut Einheimischen mit anderen Methoden. Ein Imker. Klar, die haben Hunger. Sie kommen auf unser Gelände, richten Schäden an, die uns viel kosten. Und nicht nur das, sie zerstören auch unsere Ernte und vieles andere im Dorf. Sie dringen in unsere Häuser ein. Laut lokalen Behörden war die Polizei aufgrund der Pandemie nicht mehr so häufig präsent wie zuvor. Alle, die ohne die erforderlichen Dokumente gestellt werden, werden festgenommen und gleichzeitig startet ein Abschiebungsprozess. In den ersten 10 Monaten des Jahres 2015 kamen laut EU-Kommission fast 700.000 Menschen auf der Balkanroute nach Mitteleuropa.